Aber ich habe ein richtig Problem. Ich habe alles besorgt für heute. Alles für dieses Video heute. Ich habe alles besorgt. Alles bis auf eine Sache. Ich war in jedem Fleischer. Ich war in jedem Supermarkt. Es gibt einfach nicht das Stück Fleisch, was ich gerne hätte. Ich fick doch mein Leben. Ey. Geil. Video kann losgehen, Leute. Pablo's Kitchen. Was geht ab? Heute gibt es Pulled Pork. Pulled Pork Taco haben wir gesagt, ne? Genau, ja. Pulled Pork Taco. Und ich werde mir erstmal jetzt die Marinade vorbereiten. Dafür brauche ich eine Schüssel und natürlich Reste. Ich verbrauche mal die ganzen Marinadensoßen, die ich hier habe, zu einer Soße und mariniere damit mein Fleisch. Geil oder geil? Hier habe ich Aprikosen-Senfsoße. Dann haben wir hier Senf mit Paprika und Knoblauch. Und natürlich zu guter Letzt habe ich hier eine Trüffelgrillsoße. Hersteller unbekannt. Kein Plan, wenn du meinst. Das ist natürlich noch nicht fertig, denn ich werde natürlich das bisschen verfeinern jetzt mit etwas Barbecue-Pulver. Smoking Barbecue Rub. Dann habe ich hier noch ein bisschen Chili Pulver und ein bisschen Paprika Pulver. Huch. Ich packe da noch ein bisschen Knoblauch rein. Natürlich tasmanischen Pfeffer. Etwas Braunzucker. Oh, Augenblick. Ein bisschen Wasser. Ja, kann man auf jeden Fall nehmen. So, dann habe ich hier ein wunderbares Stück Picknick. Picknick. Ist meiner Meinung nach das beste Stück Fleisch für Pulled Pork. Hier werde ich mir erstmal jetzt den Knochen entfernen mit meinem richtig geilen Ausbeinermesser von der Marke F-Dick. So. Bisschen Fleisch dran, da tun wir da auch mit rein, ne? Hinterlassen keine Gefangenen. So, und das Stück werde ich jetzt ein bisschen zurechtschneiden. Ich sag mal so ungefähr 2 cm dicke Stücke. So, dann habe ich hier eine Auflaufform. Da werde ich das alles hier so schön hinlegen. Und da drauf kommt jetzt die Marinade. So,
Und das, meine Freunde, kommt jetzt bei 130 Grad erst einmal, so wie das ist, in den Ofen für 30 Minuten. Kannst du auch eine halbe Stunde machen, auch kein Problem. Dann mit Alufolie bedecken, aber weißt du was, das siehst du ja sowieso gleich. Einmal. So, das Fleisch ist im Ofen. Da kann noch ein bisschen was gemacht werden. Und das soll ja ein Taco werden. Ich hatte mir gedacht, ich tue da ein Pfirsich-Apfel-Chutney rein. Und genau dieses Pfirsich-Apfel-Chutney werde ich, verdammt nochmal, am Monakoyum genau jetzt tun. So, meine Freunde, ich bereite jetzt das Chutney vor, denn ich werde da Chutney hinzufügen. Dafür habe ich hier ein paar Schalotten schon mal klein geschnitten und natürlich Äpfel, Pfirsiche und diverse Gewürze. So, erst einmal kommt jetzt etwas Chiliöl in die heiße Pfanne. Gut. Richtig. Das muss jetzt gewürzt werden. Und zwar habe ich hier etwas Ingwerpulver. Selbstverständlich etwas Salz. Ein bisschen von meinem tasmanischen Pfeffer. Ein bisschen Chili-Pulver. Und damit diese Scheiße auch richtig schön karamellisieren kann, kommt da jetzt etwas brauner Zucker hinzu. Und jetzt würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Möchtest du mir gerne das, beziehungsweise nicht das, sondern den Whisky reichen, der da auf dem Tisch steht. So, okay, danke. Das habe ich noch nicht gemeint, das war so mein Glas, ich meinte aber die Karaffel. Danke. So, und das köchelt jetzt so lange, bis sich die ganze Flüssigkeit aufgelöst hat. Beziehungsweise nicht aufgelöst hat, sondern verkocht ist. Soll schon richtig einkochen, reduzieren, dickflüssig werden und dann ist das ein Chutney. Süß, sauer, lecker. So, Leute. Und zwar habt ihr alle den Veggie Burger gesehen. Und ich habe euch ja gezeigt, wie man einen Veggie Burger richtig isst. Für die Hauptschüler, wie man einen Veggie Burger richtig essen tut. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch, wie man andere vegetarische Gerichte isst. So, Burger wisst ihr ja schon, wie man den essen tut. Deswegen, wie seid ihr gefragt, schreibt in die Kommentare,
eure Lieblingsvegetarischen Gerichte. Ne, warte kurz. Solche Leute habe ich nicht hier. Ich habe nur Quick, Leute. Also fragt in der Umgebung nach, was so als vegetarisches Gericht gut ankommt. Und dieses Gericht werde ich dann natürlich hier zaubern in der Kitchen. Und ich werde euch zeigen, wie man diese Scheiße richtig verspeist. Wie man das richtig essen tut. Ne? Deswegen schreibt auf jeden Fall spätestens jetzt in die Kommentare ein vegetarisches Gericht und ich werde euch zeigen, wie man es isst. Das war eine Reim gewesen. Mann, bin ich krass. Ich kann sogar reimen, Alter. Ich sollte Rapper werden. Oder auch nicht. So, guck mal hier. Das ist schon sehr gut eingekocht. Ich werde jetzt hier in die kochend heiße, glühend heiße Pfanne mit meinem Adamantium-Finger reingreifen, um zu probieren, wie das geschmacklich so aussieht. Oh. Ich muss mich immer selber loben, so, weißt du, weil das ist so geil, das ist so lecker, ich koche so gut, das ist so krass. Ohne Witz, also das kannst du jetzt gerade nicht merken, du wirst es erst essen, wenn das später richtig fertig ist. Das ist der Vorteil, ich zu sein. Auf jeden Fall, das schmeckt richtig gut, richtig, richtig übertrieben nice. Die Frische von den Früchten mit der Süße und der Schärfe, die da drin ist, richtig geil. Das reicht auch schon, ich mache das aus. So wie das jetzt hier drin ist, kann das bleiben. Ich fülle das nur kurz um und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall wieder. Du hast zu spät geschwenkt. Ciao. So, meine Freunde, jetzt werde ich das Fleisch, zack, zack. Gut. Richtig gut. Gut, gut, gut. So, das Fleisch habe ich komplett gerupft jetzt. Da kommt jetzt etwas von der Flüssigkeit da rein. So, dann habe ich hier zwei Tortillas. Da werde ich jetzt ein bisschen von dem unglaublich leckeren Fleisch drauflegen. So, dann habe ich hier unser unglaublich, beziehungsweise mein unglaublich leckeres Chutney, kommt da richtig großzügig drauf. So, dann werden die ja einmal so eingerollt, einmal, ne, warte, erstmal so, ne? Erstmal so und dann so. Und dann so. Richtig gut. Richtig gut.
Das schmeckt richtig gut. Richtig gut auf jeden Fall schmeckt das. Wie schmeckt das? Richtig gut. Also ich muss sagen, der Wrap schmeckt richtig gut. Oh, und jetzt kommt die Schmerz, sage ich schon, die Schärfe. Die Schärfe ist auch richtig gut. Das Pulled Pork ist natürlich in dem Fall eine schnelle Variante gewesen. Habe ich eine Wespe am Hals gehabt? Nee, ist vorbeigeflogen. Auf jeden Fall dient dieses Pulled Pork Rezept den Leuten, die es mal nicht eben 7 bis 8 Stunden Zeit haben, um mal Pulled Pork richtig zu machen. Das ist jetzt für Leute, die das gerne schnell haben möchten, in 90 Minuten. Ihr müsst das jetzt nicht auch in einen Wrap packen oder mit dem Chutney packen, darum geht es gar nicht. Es geht in diesem Video nur darum, euch zu zeigen, wie man ein Pulled Pork in 90 Minuten macht. Geht auch schneller, geht auch länger, scheißegal. Wenn du ein Pulled Pork schaust in 10 Minuten, dann gib ihm so, weißt du, wie du willst. Auf jeden Fall. Der Wrap an sich mit dem Chutney richtig gut. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil das hat schon eine gewisse Süße und später kommt die Schärfe. Ist schon richtig geil, ist aber natürlich Geschmackssache. Das Fleisch ist mega gut geworden so. Aber natürlich, reden bringt nicht viel. Du hinter der Kamera, El Chavo Guzmano, kannst sehr gerne jetzt auch mal deinen göttlichen Pablo Wrap probieren. Geil. Richtig gut. Ja, ne? Schmeckt richtig gut. Ja, Mann. Fleisch ist richtig gut. Ja. Pfirsich richtig gut. Ja. Apfel geht so, aber auch richtig gut. Ja. Im Großen und Ganzen. Wie findest du den Teig von den Tortillas? Richtig gut. Ja, ne? Ja. Das hast du selbst gemacht? Ja. Richtig gut. Im Großen, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Wort, mit einem einzigen Wort das beschreiben müsstest, welches Wort wäre das? Richtig gut. Ja, Mann. Und genau das wäre auch mein Wort dafür. In diesem Sinne ist das Video genau jetzt beendet. Du, genau du, hast nun jetzt nur eine Aufgabe, auf Like zu drücken. Wenn du willst, kannst du auch gerne einen Kommentar da lassen. Aber was du auf jeden Fall da lassen musst, auf jeden Fall, ist ein Abo. Und wenn du ein richtiger Ehemann bist, dann machst du die Glocke an. Wir sehen uns.